Hallöchen, herzlich willkommen. Hier ist wieder Katrin von Stempelzone. In diesem Video möchte ich euch diese diagonale Klappbox zeigen. Und da versteckt sich eine kleine Nivea-Creme drin. Alle Maße zu dieser Box sowie auch die Schemazeichnung findest du auf meiner Homepage stempelzone.com. Dort kannst du gerne einmal vorbeischauen. Der Link befindet sich unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Bei der diagonalen Klappbox habe ich mich für das Produktpaket Shark Frenzy entschieden, mit den passenden Stanzformen dazu. Wir basteln das Ganze mit einem Farbkarton, ich in meinem Fall in Pazifikblau. Ich habe bemerkt, dass ich das relativ selten benutze, weil das jetzt auch nicht ganz meine Farbe ist. Aber für dieses Video und für den Hai passt das ganz gut. Ich schneide mir den Farbkarton zurecht auf 9,5 cm. Aus einem DIN A4-Papier bekommt ihr drei solcher Boxen hin. Mal 17 cm. Dazu muss ich einmal den Klapparm meiner Papierschneidemaschine ausfahren. Also 17 cm. Dieses Stückchen behalten wir noch. Das brauchen wir später noch. Beziehungsweise können wir uns das ruhig jetzt schon zurechtschneiden. Ich habe mich dann dazu entschlossen, das Ganze hier bei 1,3 Zentimetern abzuschneiden und in der Länge bei 6,2. So. Und jetzt können wir auch schon falzen. Und zwar falzen wir jetzt auf der kurzen Seite jeweils bei 1,5 Zentimetern links und rechts. Auf der langen Seite falzen wir bei 1,5 Zentimetern. Na, komm schon. Dann drehe ich das Ganze um. Die nächste Falzlinie ist bei 8 cm. Dann bei 9,5 cm. Und bei 16 cm. Dann kann die Papierschneidemaschine zur Seite. Wir brauchen jetzt ein Lineal und ein Falzbein. Oder wenn ihr habt, auch gerne einen Falzstift. Das ist egal. Ihr könnt auch super den Aufhebhelfer mit der Falzkugel hier vorne benutzen. Das würde auch gehen. Ich habe jetzt hier das karierte Papier, also kann ich mir das hier einmal super an so eine Ecke legen und dann weiß ich genau, wo ich meine Falzlinien ziehen muss. Und zwar von unten gesehen bei 3 cm lege ich mir das Ganze jetzt hier einmal an. So. Und dann wird nur hier gefalzt, also in diesem ersten Bereich bis zu der 1,5 cm Falzlinie, nur bis dahin. Und hier auf der anderen Seite mache ich das gleiche mit der 1 cm Klebelasche. Da ziehe ich mir an diesem 3 cm Punkt auch eine kleine Falzlinie. Also nur in diesem Bereich und auch nur hier hinten in diesem Bereich. Jetzt haben wir hier noch den 1,5 cm breiten Mittelsteg
Und da müssen wir auch einmal in der Mitte falzen. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir einmal bei 4,5 cm das Ganze hinbekommen. Das heißt, ich messe mir jetzt von unten bis hier oben die 4,5 cm ab. Das ist in meinem Fall hier. Und falze nur hier den Mittelsteg. So. Wie gesagt, die Schemazeichnung findet ihr auf meiner Homepage, falls ihr das jetzt bei dem Papier, ich muss zugeben, es ist schwierig zu sehen. Ich verbinde jetzt hier diesen Falzpunkt des Mittelstegs mit dem Falzpunkt hier, wo ich das bei 3 cm gezogen habe, als Diagonale von oben nach unten. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite, dass ich von diesem Falzpunkt auf der anderen Seite bis dort unten zu dem Falzpunkt bei diesen 3 cm einmal eine Falzlinie ziehe. Und das müsst ihr auch nicht zu dolle machen, das sind nur Schneidehilfen. Denn jetzt geht es auch schon mit der Schere hier dran. Und zwar haben wir hier den 1 cm Bereich. Jetzt seht ihr das besser. Und da können wir uns jetzt hier unten einmal das kleine Rechteck wegschneiden. Und das gleiche machen wir auch da oben. Jetzt bin ich hier oben an der schmalen 1,5 cm breiten Seite, was den Deckel darstellt. Und da schneide ich mir jetzt entlang der Falzlinien bis zur ersten Falzkreuzung das Papier ein und schräge das auch gleichzeitig ab. Das mache ich jetzt auch hier auf dieser Seite. Und direkt abschrägen. Dann drehe ich mir das Ganze um. Auf der gegenüberliegenden Seite muss ich das gleiche machen. Und auch hier unten. So, und jetzt können wir hier auch schon schneiden, beziehungsweise finde ich es einfacher, wenn wir jetzt erstmal alle Falzlinien nachfalten, dann wabbelt das nicht so. So, und jetzt schneide ich, und zwar hier entlang dieser Falzlinie und dann aber auch hier die ganze Schräge entlang. Bis hierhin, der Mittelsteg muss stehen bleiben, hier auf gar keinen Fall durchschneiden, auf der gegenüberliegenden Seite. Mache ich das jetzt auch einmal gerade und dann schräg nach oben. So, das muss hier zwingend stehen bleiben.
Das Ganze können wir jetzt zusammenkleben. Dazu nehme ich doppelseitiges Klebeband und gebe mir das einmal hier unten auf das schmale 1 cm Stück und aber auch dann auf den Rest. Dann fange ich jetzt hier mit der oberen Seite an, schnappe mir meinen Aufhebhelfer mit dem Pika. Damit kann ich super die Trägerfolie ablösen und das wird jetzt hier rübergeklebt. So, dann kann man das aufstellen und das zusammenkleben. Und zwar haben wir jetzt hier die Schnittkante. Ich klappe erstmal die Seitenflügel ein, gebe mir dort Flüssigkleber auf und dann dort, wo ich die Schnittkante sehen kann, das wird zuerst nach vorne geklappt. Dann kommt hier noch der Kleber oben drauf. Dann kann ich das zusammenkleben. So, dann kann man von innen mit dem Falzbein jetzt hier reingehen, das gegendrücken, damit sich der Kleber schön verbinden kann. Dann haben wir auch eine Boxseite schon fertig. Das gleiche brauchen wir jetzt noch hier unten. Das heißt, ich lege mir das wieder rüber, Trägerfolie ab. Die Schnittkante ist jetzt wieder hier. Und auch hier können wir jetzt von innen einmal mit dem Falzbein helfen. So, und das ist sie schon, die diagonale Klappbox. Und damit die jetzt geschlossen bleibt, haben wir hier unser schmales Stück geschnitten. Und das befestigen wir jetzt auf der einen Seite hier mit Flüssigkleber. Da gebe ich einfach so 1 cm breit ungefähr was davon auf, klebe das jetzt hier drauf. Und da habe ich jetzt vergessen, mir einen Magneten vorzubereiten. Also kann der Kleber jetzt erstmal anziehen. Hier ist er. Ich habe so selbstklebende kleine Magnete. Da ziehe ich jetzt hier erstmal die eine Trägerfolie ab. Positioniere mir das hier relativ weit unten und mittig. So. Drück das fest. Dann ist das total sinnvoll, dass da schon was in der Box drin ist. Also in meinem Fall jetzt hier die kleine Nivea Creme. Dann kann ich besser gegendrücken, denn ich ziehe jetzt hier die zweite Trägerfolie ab. Leg mir das jetzt hier Kante auf Kante. Und drücke jetzt hier einmal drauf. Und wenn ich das jetzt anhebe, dann klebt der Magnet, wo er kleben soll. So, das ist der Verschluss. Jetzt wird das Ganze natürlich noch dekoriert. Und dazu habe ich hier aus dem Meereswelt-Designpapier. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Wal aus dem aktuellen Jahreshauptkatalog. Da gibt es hier
auf der Rückseite von dem Designpapier so Wellenmuster. Die fand ich ganz passend. Da habe ich mir einen Wellenkreis aus den lageweisen Kreisen ausgestanzt. Die verlassen ja leider unseren Katalog. Hier ein Tipp, wenn ihr die noch braucht, das ist ein absolutes Basic, dann besorgt euch das unbedingt jetzt noch. Ich gebe mir den Kleber jetzt hier oben auf und klebe mir den Kreis jetzt hier so auf, dass der nur auf der oberen Klappe hält. Deswegen habe ich nur oben auf dem Wellenkreis den Kleber aufgetan, denn jetzt haftet der nur hier oben und lässt sich dementsprechend hin und her verschieben. Jetzt kommt mein Lieblingsklebemittel, die Glue Dots, denn ich habe mir aus den passenden Stanzen zu diesem Stempelset hier dieses Seegras ausgestanzt, und zwar in der Farbe Lindgrün. So sieht das aus. Die bereite ich mir hier schon mal vor. Und bevor ich das jetzt mache, nehme ich mir noch die Kordel aus der Produktreihe Maßgeschneidert, lege mir die hier oben einmal drum und binde mir eine Schleife. Ich finde Schleifen immer total dekorativ. Deswegen muss hier auch eine Schleife mit drauf. Das sieht ganz süß aus. So. Und ich liebe ja diese kleinen Kordeln. Weil man da so süße Minischleifchen hinkriegen kann. Mit etwas Geduld. So. Ich schneide immer zu viel ab, aber dann kann man das auch besser handeln, finde ich. Gerade wenn man so eine kleine Schleife nur haben mag. So. Zack, dann kann hier der Rest gekürzt werden. Und die Schleife ist da. Und da die Schleife jetzt hier nur obenrum das Ganze festhält, lässt sich das halt trotzdem noch problemlos öffnen. Gar kein Problem. So, dann jetzt aber das Seegras. Da nehme ich mir die Stanzteile, nehme die mit einem Glue Dot auf. Und setze mir das hier auf meinen Kreis. Das hält bombastisch. Wirklich richtig, richtig gut. Na, nicht meine Schleife verdecken. So, dann hatte ich hier noch so Glitzersteinchen aus einer Produktreihe aus dem Winter-Mini-Katalog von den Schneeflocken. Die sind nämlich hellblau, die passen super hier auf das Projekt. Da setze ich mir jetzt einfach hier und da welche auf. Immer eine ungerade Zahl. Das ist schöner fürs Auge. Jetzt können wir anfangen zu stempeln. Ich habe hier ein Reststück in Grundweiß und schnappe mir das Memento-Stempelkissen. Und hier habe ich mir schon den Hai aufgezogen. Den stempel ich mir einmal ab. Und dann
kann ich jetzt hier mit der Füllung quasi aus dem Stempelset, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, das hier kann ich mir mit einem passenden Stempelkissen, in meinem Fall habe ich jetzt hier Granit verwendet. Ihr könnt auch Schiefergrau oder Hellblau nehmen. Ihr müsst auch nicht unbedingt den ersten Stempelabdruck, sondern könnt auch den zweiten Stempelabdruck nehmen. Und da das Clear Stamps sind, kann man das perfekt positionieren. Was quietscht denn heute der Schreibtisch so? Das gefällt mir sogar noch mal ein bisschen besser, wenn der etwas heller ist. Ja, und in dem Stempelset gibt es jetzt noch verschiedene Stempel, wo man das Ganze jetzt noch ausdekorieren kann. Und zwar haben wir hier einen Hut, eine Kette, Lippen für den Hai. Und ja, da können wir uns ja mal überlegen, wie wir diesen Hai hier verzieren möchten. Und ich denke, für diesen Hai nehme ich jetzt hier die Schleife. Das ist so eine kleine Minischleife, Fliege, wie auch immer. Setz ihn die hier drauf. Dann sieht der noch ein bisschen festlicher aus. So, dann kann ich das hier kolorieren. Mit Stampin' Blends. Da habe ich jetzt Dunkelbabyblau und Babyblau. Ich nehme erstmal den helleren Stift und koloriere das einfach unordentlich aus. Mit dem dunklen kann ich mir jetzt da noch so ein paar Schatten reinsetzen. Und dann kann ich mit dem helleren hier die Übergänge noch so ein bisschen verwischen. Und das war's auch schon. Der kleine Mann, der kann jetzt ausgestanzt werden. Und dann bin ich gleich nochmal für euch da. Ausgestanzt ist der Hai mit der passenden Stanzform dazu. Und da ich finde, dass in diesem Stempelset jetzt nichts für meinen Zweck mit dabei ist. Ich verschenke sowas ja immer ganz gerne an Menschen, die bei mir über Stampin' Up oder Stampin' Up Produkte bestellen. Und deswegen dachte ich mir, ganz witzig ist doch hier aus dem Stempelset handgefertigt dieses Hashtag selbst gemacht. Wichtig bei diesem Stempelset zu wissen ist, dass ihr hier das Copyright-Stempelchen mit dabei habt, wenn ihr eure Karten verkaufen möchtet auf Märkten oder so, oder Etsy ist wahrscheinlich auch noch so eine Plattform, da muss immer hinten dieser Copyright Stampin' Up Stempel drauf, wenn ihr Stampin' Up Produkte verwendet habt. So, ich möchte embossen, deswegen liegt jetzt hier ein Stück Farbkarton in Abendblau. Das ist nochmal nun eine Nuance dunkler und ich schnappe mir den Stempel hier aus dem Set. Merke gerade, den habe ich noch gar nicht benutzt. So, Hashtag selbst gemacht. Dann brauche ich zum Embossen mein Versamark Stempelkissen. Das hier war der Embossing Buddy. Das ist so ein Puder. Das kann man sich auch selber aus einem Damenstrumpf und Babypuder machen, damit diese fettigen Fingerabdrücke vom Papier verschwinden. Und das Embossingpulver, welches wir benutzen werden, in meinem Fall das Weiße, haftet dann wirklich nur da, wo wir abgestempelt haben.
Also Hashtag selbstgemacht. Wird jetzt hier so gerade wie möglich aufgestempelt. Ja. Und noch einmal. Ich mache das nämlich für die erste Box, die hier schon liegt, direkt mal mit. Da ist mir nämlich aufgefallen, hatte ich noch gar keinen Spruch drauf. So. Dann. Können wir das hier aufschrauben. Ich nehme mal eben ein geknicktes Papier. So mache ich das immer mit dem Embossingpulver. Da kann ich jetzt drüber streuen, abklopfen. Dann haftet das auf der Versamark-Tinte und das überschüssige Pulver kann ich jetzt hier durch den Knick einfach perfekt wieder zurück ins Döschen befördern. Und jetzt kommt der Föhn zum Einsatz. Und wer das zum ersten Mal macht, der wird begeistert sein. Ihr merkt, dass es fertig eingeschmolzen ist, sobald das im Licht glänzt. Und das hat einfach immer einen super Effekt. Also heiß embossen, das macht immer was her. So, dann können wir uns das auch schon zuschneiden. Ihr solltet immer so einen Moment warten, bis das nicht mehr warm ist, sonst könnte das noch verschmieren. Das ist mir letztens einmal passiert. So. Ich denke, bei 5 cm ist das ganz gut. Hier können wir noch ein bisschen schmäler gehen. So, Nummer 1. Ist immer gut, das auf so einem größeren Stück zu machen. Dann hat man hier noch was zum Anfassen. Und das Ganze mache ich einfach Pi mal Auge. Das ist ungefähr 5 mal 0,8 cm. Das finde ich dann ganz gut. So, hier können wir das ja schon mal draufpacken. Das klebe ich jetzt einfach über den Hai drüber. Vielleicht. Nicht unbedingt über den Glitzerstein. So, jetzt schimmert der hier noch so ein bisschen durch. So, dann können wir die jetzt auch fertig machen. Wir brauchen Stampin' Dimensionals. Das gibt der ganzen Sache noch ein bisschen mehr Dimension. Sieht einfach noch mal interessanter aus. Ich habe das so gemacht, dass ich die Dimensionals auf den Kreis draufgesetzt habe. Dann weiß ich auch genau, wo die sind, denn die dürfen jetzt auf keinen Fall hier irgendwie drüber geklebt werden. Das Teil muss ja noch beweglich sein. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal so rumgelöst. Ziehe mir die Trägerfolie ab. Na. Und dann kann ich den Hai hier positionieren. Und dann kann auch hier der Spruch drauf geklebt werden. So.
Und das sind die zwei kleinen diagonalen Klappboxen, die ich dir in diesem Video zeigen wollte. Wie gesagt, die Schemazeichnung sowie alle Maße findest du auf meiner Homepage. Link ist in der Infobox. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du Stampin' Up! Produkte über mich bestellen magst. Ich habe dir auf meiner Homepage den aktuellen Gastgeberinnencode veröffentlicht. Wenn du über diesen Code bestellst oder diesen Code bei deiner Online-Bestellung benutzt, dann bekommst du Anfang Mai für deine Bestellung im April ein kleines Goodie von mir. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich genauso über dein kostenloses Abo für meinen Kanal. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!